Hallöchen und schnurzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich weiß gar nicht, wo waren wir? Ah ja, genau, am Polizeirevier. Und waren dabei, die Stadt zu erkunden und standen vor der Klinik, wo wir betreten konnten und haben eine U-Bahn, die wir betreten. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das Ganze zu erkunden. Aber ich würde sagen, da wir in einem Ghoul ein paar Sachen eingelagert haben, sag ich mal, glaube ich, macht es Sinn, wenn wir erstmal in diese Klinik gehen. Ach, die ist ja schon da. Komm her, Schätzle. Alter, ist ja schnell. Was war das denn? Da sind noch mehr. Alter, wie schnell war der denn gerade? Der ist ja richtig außer sich gewesen. So, in dem Häusle waren wir drin. So schnell habe ich auch noch nicht gesehen, dass da einer auf mich zurennt. So, mal schauen, ob der Gu noch vorne dran liegt. Und ich glaube, da hinten waren auch irgendwo Schüsse. Wo ich dann aber gesagt habe, nee, ich bin zu überladen. Ich gehe da jetzt nicht hin. Ah, gut. Das Ghoul-Gezücht liegt noch da. Das war er nicht, das war er. Alter, ist das viel. Wie sieht es denn schon aus mit dem Gewicht? Ja, ein bisschen können wir noch. Ich speichere mal schnell und dann schauen wir mal, was uns da drin erwartet, würde ich sagen. Ich hoffe, es ist nicht zu groß, dass ich wieder 2, 3 Folgen machen muss. Ich würde nämlich ganz gerne schlafen gehen dann auch irgendwann mal. Oh, Pilze. Das Erste, was ich sehe, oh, Pilze. Da vorne steht doch jemand, oder? Da steht jemand. Vater Gabe? Das hast du ja wundervoll Alter, mir geht langsam echt hart die Muni aus hier für die Gläne. Ja, stimmt. Ich wollte ja... Ja, da muss ich aber warten bis zum nächsten Level, dass ich die Wissenschaft skillen kann. Verbranntes Buch. Pastorengewand. Ein Pilz. Oh, guck mal. Was ist mit dieser Dame los? Nee, das ist gar nicht. Doch, das ist der von der. Hä? Das ist. Die ist gruselig. Hör auf. Egal, was du gerade machst, Mädel. Hör auf. Die Frau ist gruselig. Monikiste. Fusions. Ein Teller. Das ist alles? Oh, Kronkorken. Nein, ich will nicht schlafen. Ich will nicht schlafen. Das war alles? Ich habe mich jetzt Wunder auf was vorbereitet. Oh, hier haben wir noch einen Koffer. Mit ein paar Haarklammern.
Hier geht's auch noch. Ah, hier geht's so ein bisschen weiter. Ich verstehe. Da geht's wahrscheinlich nicht raus. Aber da gibt's was. Da gibt's noch ein paar Pilze. Entsperren. Ach, Cambridge. Da geht's wieder nach draußen. Falscher Knopf hier. Cool. Da geht's wieder nach draußen. Gut, dann sind wir hier fertig. Dann war's das hier auch schon. Falls nicht, wisst ihr Bescheid, was ihr zu tun habt. Da war hier so ein einzelner Special Mob gewesen, der wohl ein bisschen was drin hatte. Jetzt kommt wieder so eine ewig lange Ladezeit. Aber ist doch ganz gut, dass das nur so ein kleines gewesen ist. Ich dachte jetzt, wunder, wie riesig das wäre. Weil ich wirklich dachte erst, das wäre ein Krankenhaus, aber es war nur eine Kirche, Gott sei Dank. Es war wirklich nur eine Kirche. Entschuldigung, dass ich hier so rumgehe wie so ein Bekloppter. Hallo. Spiel. Spiel. Komm schon, ich will weitermachen. Ich weiß, ich könnte eventuell die Ladezeiten rausschneiden, aber man kann auch die Ladezeiten nutzen, um zu reden, ne? Also bla 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 bla. Ja, ich weiß tatsächlich aktuell nicht über was ich reden könnte. Ich hatte gestern so viele Themen, wo ich dachte, oh, die könntest du beim nächsten Let's Play mal anschneiden, aber ich habe sie leider schon wieder vergessen. Ich sollte mir das vielleicht mal aufschreiben. Und, jetzt geht's weiter. Juhu. Oh Gott. Ein Friedhof. Ein Friedhof. Ich hasse Friedhöfe. Besonders. Oh. Splittermine. Also scheinbar löse ich wirklich die Splitterminen nicht aus. Wo kommt denn das her? Ich habe erst gedacht, dieses Dack, 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 das wäre irgendwie, da klopft jemand von innen an seinen Sarg oder so, aber das waren wieder Schüsse. Alter, was war das denn? Ich speichere mal eben. Ich habe nämlich Angst, dass... Ich habe Angst, dahinter zu gehen, ehrlich gesagt. Hund. Das war schon wieder ein Supermutant, Alter. Das gibt's nicht. Ist der böse? Ja, der ist böse. Wo ist denn mein schnuckeliges... Nein, das will ich. Hallo. Tschüss. War nett mit dir. Warum frage ich überhaupt noch, ob es... Ach, guck mal hier. Warum frage ich denn eigentlich noch, ob das, was explodiert, ein Supermutant war? Es ist meistens einer. Alter, hier sind jede Menge Tote. Ach, da ist doch noch einer irgendwo. Supermutanten, Selbstmörder. Alter, hier liegen voll die Supermutanten rum. Alter, what the fuck? Ich glaube, ich habe hier irgendwas verpasst, habe ich so das Gefühl. Geschützturm? Raider? Ach, die ist wahrscheinlich da hinten irgendwo dran. Noch ein Geschützturm. Das ist doch scheiße. Da ist auch nichts.
Oh, kann ich da vielleicht durchgucken? Ja, da sehe ich aber nicht viel. Schade. Ich dachte, ich könnte durch so eine Ritze vielleicht durchschießen auch, aber da geht irgendwie das Bild immer weg. Aber interessant, dass hier sogar Supermutanten rumgurken. Na, wo ist sie denn, die gute Frau? Ich sehe hier gerade... Hund, Mann! Ja, gut gemacht, Hund. Danke, dass du direkt da reinrennst, ey. Wo ist es denn? Danke, dass du direkt da in das Licht reinrennst. Hast du gut gemacht. Weißt du, ich passe extra auf, dass ich da nicht reinrenne. Und der macht... Zack, och, ich stelle mich einfach mal rein. Guck mal. Da liegt auch noch einer. Oh Gott. Oh, ich, Alter, ich dachte gerade schon, ich würde jetzt das Wasser erstmal saufen. Ja, toll. Ich habe irgendwie ich weiß gar nicht, was ich jetzt aufgenommen habe, aber das war mal wieder 10 Gramm zu schwer oder so. Hund, komm her, ich brauche dich. Hey. Dämlicher Köter, komm her. Na, hol doch Zeit, danke. Dämlicher Hund. Das gehört alles mir. Aber alles, was drunter ist, gehört meinem Hündchen. So. So. Was haben wir denn sonst noch? Kann ich dem noch ein bisschen Schrott geben? Nö. Also gut. Oh, da, guck mal, da liegt auch noch einer. Ich habe das Gefühl, ich muss da echt von vorne rein. Da ist auch wieder ein Vorsicht. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Ach, der steht wahrscheinlich irgendwo da hinten dran. Okay, wir müssen noch etwas zurück. Ja, Militärfrequenz gefunden ist mir gerade mal Latte. Kann ich denn da oben was looten? Schaut nicht so aus. Vorsicht. Ja, schön, Kuckuck. Ich sehe dich nur leider nicht. Scheiße. Geh mal hier runter. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Ja, allerdings. Willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? Wo war der denn? Jetzt aktuell sieht er uns nicht. Ich weiß, dass du ihn... Nichts mehr zu sehen von ihnen. Irgendwas stimmt da nicht. Hey, hey! Lass uns was essen. Ich bin am Vorhinein. Mal gucken, dass hier auch keine Bombe liegt. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Turmsteuerung. Und sollten ausschließlich von ausgebildeten Personen benutzt werden. Ja, ja. Scheinwerfer. Scheinwerfer verknüpft. Scheinwerfer offline. Fehler. Ach so, das ist den, wo wir abgeknallt haben, den Scheinwerfer. Jetzt halt die Klappe und mach deine Runde fertig. Jetzt komm mal wieder runter. Ich gehe ja schon. Was ist das denn da? Ach, das ist da. Ach, hey, süß, du Wurm. Du machst wohl Witze. Hä? Hey! Ach, da unten! Willst du mich verarschen? Der kloppt mich hier. Als nächstes nehme ich mir deinen kleinen König. Willst du mich veräppeln oder was? Schlägt mich durch die Treppe durch, ey.
glaube, es hackt. Och komm, Hund, weißt du? Lass mich in Ruhe. Wo? Der hat gerade geschossen. Wo ist der? Ah, ich sehe dir da drüben. Hier drinnen. Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Du hast das 100 Mal gemacht. Ich hab's aber 101 Mal jetzt gemacht. Lecker, lecker. So. Ciao. Arschloch. Ich dachte, das wäre jetzt gerade irgendwie eine Stachelfalle oder sowas. Was haben wir denn hier alles? Noch ein paar Kopfbrocken. Wer hat denn gerade... Hast du gerade den Kühlschrank aufgemacht? Ja, so guckst du mich nämlich schon an. So, ich war ganz brav. Ich habe nichts gemacht. Alter Hund! Hör auf, so einen Lärm zu veranstalten. War hier aber nicht irgendwo noch eine Tussi gewesen? Ich glaube... Ja, Vorsicht. Hier kommt wieder die Vorsichtmeldung. Ich glaube, hier ist immer noch eine Tussi, soweit ich das noch weiß. Schon her, du Wichser. Alter, falscher Knopf. Ja, hallo, würdest du jetzt mal schießen? Danke. Ich sag doch, hier war noch irgendwo eine Tussi am Start. Was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas Interessantes? Nee, ist nicht. So, ich glaube... Das hier ist gesäubert. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube es. Weil hier waren wir drinnen. Da drüben waren wir drinnen. Ich glaube, das sollte es gewesen sein. Schwupps. Ups. So, damit haben wir auch den Ursprung des Feuergefechts erkundet. Und würde sagen, wir huschen zurück, verwerten noch unseren Kram. Und dann war es das auch schon wieder für diese Folge und für diese Aufnahmesession jetzt sogar. Und hier ist irgendwo noch eine Apotheke oder sowas. Krankenhaus. Das ist ein Krankenhaus. Interessant. Kann ich das denn auf der Karte anwiesen? Ja, ich kann das. Cool, cool. Da haben wir jetzt was, wo wir dann das nächste Mal erkunden. Krankenhaus. Wir haben ein Krankenhaus noch gefunden. Ist das tot? Ja, das ist tot. Ein Brahmin, das mir schon... geht diese wieder, dieses widerliche Viech schon wieder. Noch einer. Das sind nur die Flügel. Boah. Meine Güte, ey. Ich krieg hier noch Krätze. Aber weißt du, aber hier können wir nichts looten. Weißt du, das ist leer. So, hier haben wir ein Parkhäuslein. Da unten sehe ich schon wieder was Böses. Oh, ich will nicht. Ich verballer schon wieder so viel Knarren. So viel Muni. Ja. Hallo, bist du bescheuert jetzt? Alter, wie viele sind das denn? Danke, dass ich gerade nur irgendwas mit Blutspritzen gesehen habe. Ich würde gerne... Ah, hier.
Wie sieht man hier gerade so schlecht auf? Junge, wie siehst du denn aus? Was ist denn mit dir kaputt? Blähfliege, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft hier. Okay, ich kick das einfach mal rum. Was haben wir hier? Versperrte Tür. Hä? Was machst du denn? Ih, da sind noch die Beine. Und wir müssen uns wieder in Obacht nehmen. Hier ist schon wieder irgendwo was. Ich weiß jetzt zwar gerade nicht. Ih, da kommt was. Bäh. Pfui Deivel. Aber hier ist doch irgendwo was. Gehört das auch noch zum Krankenhaus? Ich höre irgendwo was fliegen. Ich höre Flügel. Ich höre Mückenflügel. Ah, da oben, hä? Ja, ich da oben sehe ich das. Ich weiß gar nicht, ob ich das von hier aus angreifen kann. Nö, scheinbar nicht. Das heißt, ich muss irgendwo hin, wo das Viech uns sieht. Hallo! So, Feierabend. Ist das ekelerregend hier. Es scheint aber, als gehört das auch noch zum Krankenhaus. Oh. Du weißt ja, einfach mal das Viech einfach so platt treten wieder. Hier geht's scheinbar nicht rein. Ist auf der anderen Seite mit einem Riegel gesichert. Das heißt, wir können nur von innen dahin. Alter, wie groß diese Stadt hier ist. So, und da wir ja hier sowieso das Krankenhaus freigeschaltet haben, würde ich sagen, wir porten uns mal zurück. Weil ich bin schon wieder am Ende der Folge. Und verwerten nochmal ganz flott unsere Sachen. Und dann ist auch fertig für heute, würde ich mal sagen. Dann gehe ich duschen und dann gehe ich schlafen und derweil kann das Zeug dann hochladen. Alter, die Stadt, diese Stadt, ne? So, da wir hier ja in dieser Kommode nichts mehr drin haben, könnte ich da eigentlich mal diese Raider-Rüstung und das reinlegen. Gurtzeug, das ist ja auch zum Anziehen, Lederkombi, Lederrüstung, Hirschleder ist Rüstung, Flanellhemd, Raiderrüstung, Raiderrüstung, Sackkapuze mit Schläuchen, Leichtbau verstärkt, das hebe ich auch mal auf, für die Bewohner hier. Für die Bewohner. Da haben wir das. Ach ja, genau, die Waffen. Die Waffen wollte ich ja auch noch hier reinpacken. Impro-Pistole. Vor allem etwas bessere Waffen. Schlagringe, Splitterminen, Springmesser. Schrotflinte, die bleibt. Jagdgewehr kann ich eigentlich auch mal lassen. Den Revolver auch. Und hier kommt dann natürlich der Rest rein. Das hier und die Minen. Und der Rest wird verarbeitet. Na. Und ich schleiche natürlich immer noch. Warum auch nicht? So, einmal. Und hier nochmal gucken. Aber da brauchen wir nichts. Sehr schön. So, aber hier noch. Ach nee, hör auf. So rum. Einmal den Schrott. Und die Hilfsmittel, die wir nicht brauchen. Das Wasser, Blutkäferfleisch, Blähfliegenfleisch, Eichhörnchen am Stiel, Blähfliege, Radkakerlake, Hirnpilzjet. Schmutziges Wasser, Süßkuchen und Wodka. So, jetzt haben wir wieder Platz. Aber wir futtern vorher noch mal was.
Hier. Ein kleines. Was Kleines. Dankeschön. Dass wir wenigstens ein bisschen noch. So, und jetzt hier erstmal. So, Leguan. Und das war's. Haben wir denn hier noch was? Gemüsesuppe. Ach, möchte ich eigentlich gar nicht so gerne machen. Außer es ist etwas, wo wir das Zeug nicht brauchen. Ja gut, Tato, haben wir genug. Klingenkorn. Brauchen wir meines Wissens nicht für den Klebstoff. Das können wir nehmen. Ich weiß, dass wir mit dem schmutzigen Wasser aufbereitetes Wasser machen können. Aber ich glaube, aufbereitetes Wasser haben wir aktuell eigentlich auch noch ganz gut. Eichhörnchen, gebackene Blähfliege, gegrillte Kakerlake, Leguan, Nudelschale. Die lassen wir da, den lassen wir da, das nehmen wir mit. Gut, fertig. Hoffe ich jedenfalls. So, wie schaut unser Gewicht aus? 99 von 260, das sieht doch super aus. So. Dann schau mich, ich schaue jetzt noch gerade mal, ob wir vielleicht Mais ernten können. Ein ja, scheint wirklich Leben was zu werden. Nicht. Ja. Na. Juhu, wir konnten viel Mais ernten. Wir können wieder Kleber machen. Hey. Ich ernte hier einfach. Och, Hund, geh weg. Ich müsste vielleicht noch ein bisschen Mais hinsetzen, ne? Das ist ein bisschen wenig Mais. Die Leute müssen abwechselnd schlafen. Das macht alle ein bisschen mürrisch. Guck mal, du stehst mitten in diesem Ding drinne da, Junge. Geh mal weg. Hallo, du sollst mal weg. Dankeschön. Dankeschön. Die Karotten nehmen wir auch noch mit. Was? Ah, da haben wir auch noch Klingkorn, das wir wieder mitnehmen können. Sehr schön. Alles her damit. Können wir... Kann ich denn noch Mais hinsetzen? Zufälligerweise. Was? Jetzt sind schon 12 Leute. Ja, Moment. Ich komme kaum nach. Wo haben wir es denn? Hier, Ressourcen. Muss ich aber mal weg. Ah nein, nicht Wasser. Essen. Mais. Ach, das ist Mais. So, anbauen. Blip. Aus Wesch. So. So. Sehr gut. Das wird alles noch brav bewirtschaftet. Ich freue mich. Und jetzt bauen wir noch schnell ein Bett, damit die Leutchen hier zufrieden sind. So. Gut. So, damit glaube ich, haben wir alles. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge und die Aufnahmesession für diese Woche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Angucken, wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession. Also macht's gut und tschüss.